Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Channel, liebe Leute. Ich begrüße euch natürlich wieder recht herzlich, meine Freunde, Abonnenten und Leute, die hier zuschauen. So, Leute, Marc, was in eigener Sache, kurze Information. Ich habe bereits ja ein Video hochgeladen, was seitens von YouTube gesperrt wurde. Und hier könnt ihr ja im Menü sehen, es gibt hier eine Einführung. Ja, das ist ein Einführungsfilm. Dieser wurde gesperrt seitens YouTube. Ich habe da auch die Lautstärke rausgenommen und sprich halt nur den Film gezeigt, um euch irgendwie zu sagen, dass es einfach mal jetzt mit Videos hier anfängt. Aber leider wurde das von seitens YouTube gesperrt. Nichtsdestotrotz ist es ja auch egal. Ich habe es dann wieder rausgenommen und zeige euch jetzt mal kurz nochmal das Hauptmenü von Titanfall. Unter Spielen findet ihr folgenden Punkt. Es ladet jetzt mal kurz, ist gleich vorbei. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Seht da. Und ihr kommt in einer privaten Lobby. Das ist eure Lobby. Hier könnt ihr schauen, was ihr schon erspielt habt und so weiter und so fort. Sprich, jetzt die Kampagne spielen. Ja, ich habe diese Kampagne bereits gespielt. Ich habe diese Kampagne bereits von beiden Seiten gespielt. Von dem Team, was ich spiele, und dem Gegnerteam und umgedreht. Alles weitere erfahrt ihr in einem Video, was ich zurzeit hochlade. Das ist mein erstes Ingame-Video, das lade ich bereits hoch und da habt ihr dann halt mehr Informationen dazu. So, zum klassischen Spielen findet ihr folgende Punkte. Hier habt ihr die verschiedenen Modis, die ihr spielen könnt. Materialschlacht, das ist ein Modus, das könnt ihr spielen. Müsst ihr alles vernichten, ob Fußvolk oder Titanen, ja, oder Titanen, sag ich mal so, ja, das sind hier verschiedene Sachen, die ihr dann halt machen müsst, um auch Herausforderungen zu schaffen für eure Waffen, Aufsätze und so weiter. Titan gegen Titan ist ganz einfach gesagt, hier spielt ihr in einem Titan gegen andere feindliche Titans. Ja, Hardpoint ist ein ganz guter Modus, sind 3 Punkte, die ihr einnehmen müsst. Pro Einnahme bekommt ihr dementsprechend auch Punkte. Das kennt ihr eigentlich auch von anderen Shootern. Dazu brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Captain the Flag ist das gleiche. Hier habt ihr eine Fahne zu klauen, sage ich mal, und die dann halt in eure Base zu pflanzen. Ja, umgedreht genauso. Muss der Gegner nämlich auch machen. So, Pilotenjäger ist einfach mal, da habt ihr dann halt die Möglichkeit, nur gegen Piloten zu kämpfen, ist ein guter Modus für die Leute, die halt gerne sowas zocken. Erinnert mich echt ein bisschen so an COD. Das wollte ich aber hier mit Titanfall halt nicht mehr machen. So, Multiplug sind halt verschiedene Modis, die ihr zur Verfügung habt. Das ist halt so ein Mischmasch und so weiter und so fort. Gehe ich nicht so ein. So, Training brauche ich auch nicht so erzählen. Ihr habt ja, wenn ihr die Beta gespielt habt, habt ihr vielleicht die Möglichkeit gehabt, das Training zu spielen. Piloten, Loadouts, das sind halt Sachen, da könnt ihr zurzeit 3 Piloten kann ich aussuchen. Später folgen dann 4 und 5. Ja, hier habt ihr dann halt die Möglichkeit, viele Sachen freizuschalten. Hier eine Primärwaffe könnt ihr euch hier aussuchen. Ja, und Titan-Abwehrwaffen gibt es hier auch zu Genüge. Ja, im Laufe des Spiels könnt ihr halt diese Waffen, wie gesagt, weiter editieren, Herausforderungen schaffen und so weiter. Hier habt ihr den Handfeuerwaffen und hier habt ihr Taktikfähigkeiten. Ja, Stim hier, Stim erhöht kurzzeitig Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheitszustand und so weiter. Ja, brauche ich nicht so viel zu sagen. Explosivwaffen sieht er ja selber, ist noch nicht so viel freigeschaltet. Das sind hier halt Splittergranate, Elektrogranate, Rucksackladung, Elektromine. Ja, da muss man sich überraschen lassen, was das alles denn dementsprechend wird. Ja, wie ihr merkt, Leute, hab's ein bisschen eilig und muss nämlich auch gleich weg. Hab mir gedacht, ich mache das Video mal schnell, dass ich fertig wäre. So, hier habt ihr dann halt Rang 1 Kit. Ja, könnt ihr euch aussuchen, was ihr da wollt. Genau das gleiche steht im Rang 2 Kit. Ja, so, zurück zum Menü. Geschlecht könnt ihr natürlich wählen zwischen Mannequin und Fraulein. Ja, ich bin kein Fraulein. Dementsprechend nehme ich richtig das, was übrig bleibt. Das ist dann halt der Mannequin. Okay, zurück ins Glied, Leute. Ja. Hier habt ihr dann halt die Burn-Cards, die ihr auswählen könnt. Verschiedene Burn-Cards habt ihr hier zur Auswahl. Zack, 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 zack. Bis jetzt muss ich mal sagen, sind noch keine richtigen dabei. Hier habe ich zum Beispiel wieder was Neues. Treffer gegen Special, bringe zusätzliche EP und verkürzen die Bauzeit. Interessant, interessant. Brauche ich nicht. Zurück zum Glied. Gut, okay. Zusammenfassung des letzten Spiels könnt ihr hier einsehen. Ja, was habt ihr hier erhalten? Was habt ihr hier freigeschalten? Top-Herausforderung geschafft und so weiter und so fort. Das seht ihr alles, indem ihr dann halt hier raufklickt. Darauf liegt
darauf klickt und darauf klickt. Ja, zurück ins Glied. So, persönliche Statistiken. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, euch eure Statistiken anzuschauen. Killwerte und so weiter, ja. Hab zurzeit gar nicht so viel, weil ab und zu, ich komme gar nicht mal so ins Spiel hier herein. Ich muss das erstmal schauen, wie es hier wird, ja. Ich muss mich erstmal ein bisschen drauf einlassen, wie das und das funktioniert. Und denke mal, im Laufe der Zeit habe ich es dann rausbekommen. Ja, was für eine Zeit habe ich denn hier schon gespielt? 2 Stunden 50 Minuten, Leute. Seh an. Ja, okay. Mit dem Atlas habe ich 100% Zeit nach Klassik. Okay. Ja, es war eigentlich jetzt nur die Möglichkeit, mit dem Atlas zu spielen. Habe da den Strider und den Ork ebenfalls noch frei geschaltet. Mit dem werde ich dann halt auch dementsprechend spielen. Entfernung, was habe ich hier für eine Entfernung zurückgelegt? Ist ja auch Wurst. Ja, die Tarnwaffen habe ich hier auch schon einige freigeschalten. Oder beziehungsweise sind denn halt noch einige, die ich denn halt freischalten muss, ja. So, Leute, das wollte ich euch eigentlich erklären. Denke mal, das reicht eigentlich auch. Und in diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich, um euch dennoch ein schönes Wochenende zu wünschen. In diesem Sinne, ciao, euer Minotaur.